Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem What I Read Next Video, diesmal für den Monat März. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache den Monat wieder so ein bisschen ein Thema, ein Motto meiner vier auserwählten Bücher. Und diesmal machen wir eine Buchschnitt-Edition. Ich habe mir vier Bücher von meinem Sub ausgesucht mit einem farbigen Buchschnitt. Und ihr dürft natürlich wie immer auswählen, welches Buch davon ich im Monat März lesen werde. Ich entschuldige mich schon einmal im Voraus, falls irgendwelche Bohrgeräusche im Hintergrund zu hören sind. Das ist mein Nachbar. Es ist jetzt ungefähr, ich habe keine Uhr an, aber guck trotzdem auf mein Handgelenk. Es ist jetzt ungefähr 12:30, die Kleine schläft und mein Nachbar bohrt schon seit heute Morgen 7:45. Ich weiß nicht, wie viele Bilder oder Schränke oder Regale er aufzuhängen hat. Auf jeden Fall ist es maximal nervig und die Kleine schläft auch nicht richtig deshalb. Yay. Ich bin begeistert. Aber kommen wir jetzt zu den schönen Dingen des Lebens. Kommen wir zu den Büchern. Wir fangen mit dem ersten Buch an. Das da wäre Nena Dramutanis Cards of Love, Band Numero Uno. Ich zeige euch auch nochmal den Buchschnitt. Ich liebe ihn, das ist einer der schönsten Buchschnitte, die ich hier habe. Ist die Edition aus der Bücherbüchse, habe ich gewonnen bei meiner Lieblingsnella. Und seitdem steht es leider Gottes auch hier. Aber ich habe mir Band 2 ebenfalls bestellt in dieser Edition. Und ja, der müsste jetzt eigentlich auch bald rauskommen, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ich muss da nochmal nachhaken. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt. Ja. Ich erzähle euch mal kurz, um was es geht und dann wisst ihr auch, warum ich die Reihe so feiere, wie ich sie feiere, auch wenn ich sie noch nicht gelesen habe. Glaubst du an die Macht des Tarots? Ein plötzlicher Todesfall, ein ehrwürdiges Grand Hotel in Venedig, ein Stockwerk, das von seltsamen Schauspielern bewohnt wird, Giulietta, die ihnen die Karten legt und auf der Suche nach Antworten ist, Malvolio, der sie in seinen Bann zieht. Noch ahnt Giulietta nichts von der Gefahr, die hinter seinen Worten lauert. Die Gefahr, der Gefahr, nicht nur ihr Herz, sondern alles zu verlieren. Band 1 der magischen Trilogie. Ich dachte, da steht jetzt, wie die Trilogie heißt. Ich denke, sie heißt einfach Cards of Love-Reihe. Ja, Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 wäre Schattenthron, Erbin der Dunkelheit. Gerade erst im Carlsen Verlag erschienen. Ich habe die Ausgabe aus der Chest of Fandoms, das habe ich euch ja in meinem Unpacking schon gezeigt. Das kann ich euch gerne nochmal hier oben verlinken. Ja, Schattenthron hat im Original einen Buchschnitt, der an diese Rauchschwaden hier angelehnt ist. Die Chest of Fandoms hat einen extra Buchschnitt gemacht, der da so aussieht. Und ich muss leider sagen, dass mir der Originalbuchschnitt viel besser gefällt. Auch wenn er nur hier vorne ist. Also hier und hier ist ganz normal weiß. Aber im Original ist hier vorne halt so ein Rauchgedöns. Ne? Aber das da gefällt mir irgendwie nicht. Problem ist, ich hatte ja schon überlegt, ob ich die Ausgabe verkaufe und mir das Original kaufe. Aber es ist auf meinem Namen signiert. Irgendwo hier. Da. Und das macht es mir extrem schwer, das Buch wieder zu verkaufen. Würde da jetzt einfach Julia stehen, wie ich eigentlich heiße, würde ich sagen, ja, es gibt bestimmt 50 Julias, die das Buch vielleicht gern hätten. Aber da steht halt Schulz. Dödüm. Egal. Ich werde das Buch so oder so in den nächsten Wochen lesen, weil ich schon einen Buddyread geplant habe. Aber wenn das heute auserwählt wird, würde ich den gegebenenfalls ein wenig pushen und vorziehen. Ja, ich erzähle euch jetzt auch noch, um was es geht. Kaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerung, keine Familie, nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt hat. Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat.
Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen Gefühlen, gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 wäre Crave. Und da habe ich euch ja schon mal die Geschichte erzählt, warum ich dieses Buch überhaupt besitze. Ich kann es euch noch mal kurz erzählen, weil es einfach ja, so typisch Jules war. Ich war mit zwei Freundinnen in der Thalia-Buchhandlung hier bei uns in Saarbrücken. Ich muss gucken, dass es nicht spiegelt. Ja, wollte mir das Buch eigentlich gar nicht kaufen, weil ich was anderes kaufen wollte. Und dann haben wir über das Buch aber gesprochen. Und meine Freundin sagte, ja, sie möchte das eigentlich noch lesen. Und ich so, oh, ich weiß noch nicht, ich höre es mir vielleicht bei BookBeat an. Und dann entscheide ich, ob ich mir es kaufe. Und dann guckt sie so durch, weil sie unbedingt halt den roten Buchschnitt von der ersten Auflage wollte. Und macht dann auf einmal zu mir, Jules, es gibt noch genau 2 mit rotem Buchschnitt. Den wird es später nicht mehr geben. Ja, und dann hat es bei mir halt gerattert. Und dann kam der Sammler in mir wieder zum Vorschein, weil Bücher lesen und Bücher sammeln sind ja 2 Paar Schuhe. Ivi. Ja, und dann habe ich mir halt das Buch auch gekauft. Und seitdem liegt es hier. Wir haben gerade heute Morgen noch bei WhatsApp geschrieben und sagten noch, wir müssen das jetzt endlich mal lesen. Wir haben aber noch ein anderes Buch, das wir zusammen lesen wollen. Und jetzt habe ich zu ihr gesagt, ich habe mir die zwei Bücher aufgeschrieben, habe nebendran Kopf und Zahl geschrieben. Jetzt soll sie mir einfach nur Kopf oder Zahl sagen, damit wir wissen, welches Buch wir zuerst lesen. Ja. Das andere wäre übrigens Bad Influence. Ja, das wäre Grave. Ich erzähle euch jetzt auch noch, um was es geht, wobei ich davon ausgehe, dass viele von euch das Buch auch schon kennen. Gab es schon mal etwas, das du so sehr wolltest, dass du Angst hattest, es dir zu nehmen? Ja. Und was hast du gemacht? Ich habe beschlossen, es mir trotzdem zu nehmen. Und dann beugt er sich zu mir und legt seine Lippen auf meine. Ja. Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern ausgerechnet in die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein mysteriöses Internat leitet, die Catmere Academy. Und die Schüler sind nicht weniger rätselhaft, allen voran Jackson Weger, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt. Trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Denn Jackson hat ein gefährliches Geheimnis und Grace muss sich fragen, ob sie wirklich zufällig in Alaska ist oder ob jemand sie hergebracht hat als Köder. Dum, 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 dum. Buch Nummer 3. Last but not least kommen wir zu Nummer 4. Buch Nummer 4, Shadowborn von Melanie Lane. Das habe ich euch auch schon in meinem Neuzugangsvideo vorgestellt. Das ist gerade echt ganz, ganz frisch hier eingezogen. Okay, Schattenthron auch, aber das ist noch frischer eingezogen. Ja, Cover natürlich ein Träumchen, auch wenn ich kein Totenkopf-Fan bin. Hier der wunderschöne Buchschnitt. Das habe ich euch bei Crave gar nicht gezeigt, der ist einfach nur komplett rot außenrum. Ne? Ja, hier ist der, hier. Ich muss gerade so schmunzeln, weil wir 4 lila Buchschnitte haben und einen roten. Ich hätte noch ein lila Buchschnittbuch holen sollen. Ah, ich hätte 1000 Mal schon holen können, das hat auch einen lila Buchschnitt. Egal, jetzt haben wir die 4. Ja. Ich bin total begeistert, weil das Buch in New Orleans spielt und will es unbedingt auch zeitnah lesen, wie quasi fast alle meine Subbücher. Das erzähle ich euch, glaube ich, bei jedem Buch, dass ich das Buch zeitnah lesen möchte. Nehmt mich bitte einfach nicht so ernst. Ja, Shadowborn ist, ich glaube, der Reihenauftakt, oder? Ist das ein Reihenauftakt? Ich weiß es. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Hier sind noch Karten drin. Die sieht ja mal cool aus. Ach, das wird so ein richtig, richtig cooles Buch. Ach, da ist noch so eine Autogrammkarte mit drin, die kann man reinkleben. Stimmt, das war eine Signieraktion gewesen von Graf. Oder war das von Graf? Nein, das war eine Signieraktion von Chest of Fandoms, wo ich aber nur das Buch geschenkt bekommen habe. Das konnte man später nochmal einzeln bestellen. Stimmt, so war es. Bei meinen ganzen Büchern werde ich hier noch ganz Worris, wie man bei uns im Saarland sagt. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Einzelband ist oder nicht. Wir werden es erfahren. Ja, auf jeden Fall lese ich euch jetzt mal vor, um was es geht. Willkommen in New Orleans. Willkommen in der Welt des Voodoo. Jeden Monat eine unschuldige Seele an den König des Schattenreichs opfern. So sieht
Jujus leben als Mitglied und zukünftige Hohepriesterin des mächtigsten Voodoo-Clans in ganz New Orleans aus. Und sie hasst es. Schlimmer wird es nur noch, als sie erfährt, dass Dean, seines Zeichens sexy Barkeeper und Jujus bester Freund, einen Pakt mit eben jenem Teufel geschlossen hat. Im Tausch gegen Deans Seelenheilen macht sie sich auf die gefährliche Suche nach einem göttlichen Amulett, doch dabei geraten nicht nur ihre Gefühle für Dean außer Kontrolle, sondern auch ihre eigene dunkle Magie. Bam, 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 bam. Anhand der Dicke könnte ich jetzt auch schätzen, raten, dass es vielleicht auch ein Einzelband bleibt. Ich muss mal gerade gucken, dum, 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 wie viele Seiten das Buch hat. Ich habe ja das Talent, mich, wenn ich gucke, wie viele Seiten ein Buch hat, zu spoilern. 515. Ja. Vielleicht ist es auch ein Einzelband, ich bin mir nicht sicher. Falls es jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Das waren jetzt auch alle Bücher, die ich euch vorstellen wollte, von denen ihr jetzt auswählen könnt, welches Buch ich denn jetzt als nächstes lesen sollte oder zumindest im nächsten Monat. Ich zeige sie euch gerne nochmal. Das wäre einmal Cards of Love 1. Dann hätten wir Schattenthron. Als ob ich ein Reel drehen würde. Dann hätten wir Crave. Und dann hätten wir Shadowborn. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, für welches Buch ihr abstimmen würdet. Ich mache natürlich auch wieder bei Instagram eine Abstimmung. Da könnt ihr natürlich auch noch eine zweite Stimme abgeben. Da habe ich auch nichts dagegen. Und dann sehen wir uns, denke ich, hoffe ich, bei meinem nächsten Video wieder. Das wird natürlich, wir hatten einen Monatswechsel, der Lesemonat sein. Der ist auch dieses Mal etwas eskaliert, weil ich im Februar echt viel gelesen habe. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint genauso schön die Sonne wie bei uns. Drückt mir die Daumen, dass mein Nachbar irgendwann in diesem Leben nochmal aufhört zu bohren. Und dann, bis bald!